Das ist doch ein Schalk. Ja, den hätte ich für den Unbedeutenden gebraucht. Egal. Komm. So, wo geht es hier hin? Frage ich mich. Da könnte es tatsächlich weitergehen. Ich weiß nicht. Ich gehe jetzt einfach mal dorthin. Bei dem da hinten bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es ein Ogrim ist oder ein erleuchteter Schläfer. Ein Ogrim. Oder ein Ogrim Titan. Titan. Da ist auch noch einer. Weg. Schlittenlauf hat uns gesehen. Weg. Noch jemand? Ah, sehr schön. Weg. Der lebt noch. Weg. So, hier waren wir sicher auch schon mal. Ja, toll. So, das ist ja außerhalb. Das hier könnte auch außerhalb sein. Oder es geht hier unten noch ein bisschen. Nee, da ist gleich hier der Geisterball. Ja, das ist doch außerhalb, diese drei. Diese drei Punkte hier, die sind alle außerhalb. Und die sind halt alle bei Aldrun in der Nähe. Na gut. Dann. Der hier, der müsste aber eigentlich gleich da sein. Okay, da kommen wir so nicht hoch. Na gut, so wird es auch nichts. Nee, das wird nichts. Da müsste ich levitieren. Aber da oben geht's auch wo weiter. Ich glaube, da kommen wir später noch hin. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. So, wo geht's weiter? Da könnte tatsächlich noch was sein. Da möchte ich mal hin. Jetzt hat uns der Klippenläufer gesehen. Vielleicht kriegen wir doch noch einen von den beiden. Nee, da gehe ich nicht hin. Nee. Da bleibe ich hängen und dann komme ich nicht mehr raus. Das kann er gleich vergessen. So, nach links müsste es eigentlich normal weitergehen. Deswegen gehen wir jetzt erst zur Zitadelle. Okay, die Mobs spawnen hier wieder. Stumpfe Waffe auf 79 Punkte. Sehr schön. Das müsste, glaube ich, der dritte von 10 Punkten sein zum nächsten Level. Yep. So. Ich hoffe wirklich, dass es hier gar nicht weitergeht, sondern links dann.
Sonst muss ich später extra wieder zurück wegen dem kleinen Abschnitt da. Naja. Sehen wir ja dann. Ein Aschensklave ist das, glaube ich. Ja, der hat es nicht mal kommen sehen, obwohl wir direkt vor ihm standen. Ohne zu schleichen. Das ist geil. Na, jetzt aber. So, also hier ist gar nicht das Schloss. Hier geht es einfach nur irgendwo anders hin. Aber da ist noch eine Ratte versteckt. Pestkrank. Noch jemand? Noch jemand? So, wo geht es da rein? Mausurhöhlen. Speichern. Waren wir auch noch nicht. Ebenerz. Ein Ebenerz nehme ich wieder mit. So wie beim Kristallin. So, also hier nehme ich alles mit. Oh, 50 Kilo. Da ist noch einer. Kilo, das ist echt viel. Na egal. Gehen wir erst einmal hier entlang. Okay, hier gibt es auch wieder ein bisschen Ebenerz. Da ist doch ein Schalk. Erkrankt. Auch ein bisschen Ebenerz. Bisschen viel. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 in diesem einen Raum. Hey, das sind Kisten. Ja, nee. Bei, ich überlege gerade, ich könnte das Ebenerz doch da rein tun. Ich will es doch nicht mit mir herumschleppen. Sonst müssen wir demnächst wieder nach Hause. Das möchte ich nicht. Hey! Hallo! Er hat sich selbst getötet. Habt ihr das gesehen? Der Zauber ging nach hinten los. Voll geil! Okay, das ist ein kleiner Vulkan. Oder ein kleines Vulkanbecken, irgendwie sowas. So, da haben wir Lava. Irgendwie. Der fällt sich irgendwie so unglaublich eckig aus. So viereckig. Das sieht tatsächlich verlassen aus. Das finde ich schön. Was haben wir eigentlich? Wie lange geht diese Pilgerlampe noch? So. Ich sollte mal wieder ein paar Seelen sammeln, finde ich. Lava, okay.
Passt das? Mehr nicht. Das war's. Na gut, dann raus. Aber diese Pilgerlampe, die hält echt unglaublich lange. So, da geht's, glaube ich, raus. Ja, da ist die Tür. Gut. Auf in den Kampf. Wie die sich immer selbst töten, seht ihr das? So, jetzt sind wir tatsächlich schon fast bei Weminal angekommen. Irgendwie toll. Das ist wieder ein erleuchteter Schläfer. Ich glaube, wenn wir hier fertig sind, werden wir sehr lange unseren Schädelbrecher reparieren müssen. So. Irgendwas greift uns doch an. Noch einer? Das ist ja angenehm. Da müssen wir ihn später nicht töten. Na? Jetzt. So, jetzt geht es hier entlang. Die Brücke hatten wir ja schon. Ich weiß, irgendwo hinten gab es noch eine Brücke. Ich glaube, die führte aber zu einer der Festungen. Hat der aber einen großen Mund und nur 4 Zähne. Da ist Magan? Bitte was? Jetzt weiß ich nicht, ob da vielleicht. Nee, da geht's weiter für uns. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier weiter. Da hat sich einer versteckt. Genießen wir erst einmal die Aussicht. Ich glaube, wir sind jetzt da, wo wir vorher unten waren. Ja. Ja, und jetzt? Wer kommt? Da oben. Wäre mal interessant zu wissen, wie viele Monster ihrer Art ich mal getötet habe. Wie viele Klippenläufer, wie viele Ratten und so weiter. Wäre unglaublich interessant. Okay, gehen wir mal. Irgendwie glaube ich plötzlich, dass es hier eigentlich weitergeht, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. So.
Also hier ist auf jeden Fall eine Dwemer-Ruine. Betanchend. Gehen wir mal rein. Ich glaube nicht, dass wir da schon drin waren. Ja, waren wir noch nicht. Bist du noch? Nein. Du lebst nicht mehr. Da ist der Fall drauf. Noch jemand? Nö. Das war's, der Raum ist leer. So, einmal Metallstücke, Ektoplasma. Zahnräder. Okay, da ist ein Eimer. Ja, gut. Vimerischer Zylinder, sehr schön. Vimerischer Krug. Okay. Hier geht's weiter. Hier ist schon mal nichts. Da ist eine Falle. Und hier ist gar nichts. Ich weiß nicht, wo ich weiter soll. Ich gehe einfach mal hier weiter. Zwei Schläge und tot sind sie. Metallstücke. Schlüssel für Betanchentruhe. Sehr schön. So, soll ich jetzt erst hier runter oder erst? Ich gehe erst da rein. Weg. Ah, und da ist die Truhe. Plasma. Nö, das ist nicht so. 10 vimerische Münzen. Cool. Das ist nicht die Truhe, meine ich. Auch wieder Metallstücke. Ich bin am überlegen, ob ich die Metallstücke auch da lasse, aber wir haben mittlerweile so viel, dass es fast egal ist, ob wir das jetzt da lassen oder nicht. Früher oder später werden wir wieder nach Hause müssen. Weil wir einfach zu viel mittlerweile mit uns wieder herumschleppen. Über 100 Kilo tragen wir, glaube ich, schon an Zeug mit uns herum. Irgendwelches Zeug.